Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich habe mal in die Wiki geguckt. Also ich kann die Quest bei Poring, die ich da ja noch frei habe, doch nicht abgeben. Ich werde es aber trotzdem tun. Das sind nur 2,6 Millionen, die bringt. Bringt uns bei den Bäumchen ein bisschen weiter. Und ist zwar, ja gut, es könnte uns vielleicht später fehlen, aber dafür kann ich wenigstens die andere abgeben. Ich habe das jetzt so beschlossen. Außerdem blockiert mit Poring ja einen der wichtigsten Chars. Was soll's. Man muss auch ein bisschen, ja, zurückkommen. Außerdem, wie gesagt, werden wir eh früher oder später eine andere Quest wieder abgeben müssen. Und da haben wir halt eine weniger. Okay, wir verlieren vielleicht ein paar XP, aber es ist bequemer für uns. Habe ich beschlossen. Letzten Endes, da wo wir sie brauchen, da haben wir dann ja eh wie die Hase irgendwo zur Verfügung. Und wenn nicht, wie gesagt, gibt es immer noch das Verlies. Das passt auch. Mike hat sich soeben den Titel Berühmtheit verdient. Glückwunsch, Mike. So, also jetzt zu Poring. Und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Oder in dem Fall Bolzen mit Köpfen, weil Nagel ist ja mein anderer Char. Und geben einfach eiskalt ab hier. So, einmal hier Porings Blumen. Bitteschön. Weg ist er. Und dann hier diese blöden Excel-Männer. Okay. Und damit können wir jetzt, denke ich, auch unser restliches Zeugs annehmen. Hier oben zum einen die WDH. Die tägliche Quest, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ihr seht schon, so viel hat das nicht gebracht, das bisschen abgeben. Die 2% haben wir schnell im Verlies weggelevelt wieder. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Insofern hat das jetzt nicht so groß die Unterschiede gemacht. So, okay, hier hätten wir Schlüssel fürs Drachengrab. Habe ich, brauche ich nicht. Ich brauche nur Kampfabzeichen Furchtlosigkeit. Dankeschön. Okay, und ich brauche einen Port. Gucken wir mal, wo er steht. Gildenübersicht, Akademie, wiederholbarer, zum Mitglied springen. Gucken wir mal. Wunderbar, da steht er wieder und tanzt sich einen ab. Hast wieder überlebt. Oh, aber nicht besonders gut. 13 von 180. Oh, naja, gut, okay. Ich sag mal so, hier oben ist er wahrscheinlich eh One-Hit. Insofern ist es kein Problem. Da kann er auch mal ein bisschen tot, fast tot sein. So, dann hätten wir hier noch Händlermeister, stolz der Händler, annehmbar. Hopp, hopp, hopp. Endlich. Bergarbeiter Skelette. Okay. Lagerverwalter Franz, da konnten wir, glaube ich, eh nichts abgeben. Das ist nämlich die andere Quest, die will ich ungern abgeben. Die könnte ich im Notfall nochmal neu machen, weil die könnte ich, wenn ich mich recht hier erinnere, nochmal neu machen. Ja, genau. So, wir gucken mal kurz, Questliste verfügbar. Reinigung brennender Felsen, Steinhändler Thompson, achso, die ist noch hier. Schlüssel fürs Drachengrab, klar, und Kristallschloss brauchen wir nicht, okay. Also nehmen wir erstmal hier noch den brennenden Felsen. Oh, die kann ich gar nicht. 40 oder mehr können nicht angenommen werden. Ui. Na sowas. Da habe ich sowieso, trotz dass ich die eine Quest abgegeben habe, noch immer zu wenig. Das ist ja ärgerlich. Also ehrlich. Macht aber nichts. Wir lassen es erstmal dabei. Wir haben erstmal diese eine Quest angenommen. Diese zweite hier, die nehmen wir an, sobald ich hier die WDH oder die tägliche weg habe. Oder nee, ja, doch. Nee, die eine da bringt nur Ruhm. Wo ist er denn? Tägliche Quest für Isia, Drachengrab, nee. Gegengift, Liebe liegt in der Luft. Ich gehe erstmal hier vom Pferd. Das dauert noch ein paar Sekunden. Lalalala. Gemeinsam schaffen wir alles, genau. So, die hier, komm, geben wir die auf, die bringt eh nur Ruhm. Wir nehmen stattdessen hier Steinhändler Thompson. Reinigung brennender Felsen, nehmen halt die mit an. Dann haben wir sie weg angenommen. Sicher ist sicher. Und übrigens, ja, bei denen habe ich auch gleich nachgeguckt. Alle Quests, die hier auf 86 sind, brauche ich keine Folgequests oder Wiederholungsquests oder Nachfahrenquests erstmal machen. Das heißt, da kann ich auch alles aufheben. Und man sieht schon, also Quests habe ich eigentlich genug. Ich denke mal, zum Aufheben ist da einiges dabei. Und wie gesagt, die 2 Millionen für Porings Blumen. Naja. Poring freut sich, dass er es ein bisschen eher hat. Ich sollte mal hier Röllchen. Verteidigung. Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich Verteidigung. Jetzt haben wir wieder. Wieder. Und die hier. Und ausweichen noch. Und hier mentale Verstärkung können wir auch drauf klatschen. Plopp. Dann sind wir wieder gut ausgestattet. Und jetzt geht es erstmal zurück zu den Kristallbäumchen. Werden wir dort ein, zwei Runden vollbringen. Und wie spät haben wir es? Nee, ja, Gordon wird ja nichts. Weil wegen schlechte Zeiten und so.
Und da ich nachher, ursprünglich wollte ich erst am Morgen mit dem Vieh aufnehmen, aber da es heute ein bisschen passt und ich doch ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich das halt heute mit Arschgeleckt, wie es so schön heißt. Also kann ich nicht unendlich viele Folgen aufnehmen, sondern, naja, 4 würde ich theoretisch schon noch schaffen. 4 würde ich theoretisch schon noch schaffen von der Zeit her. Ob ich so viele schaffen will, ist eine andere Sache. Weil, wie gesagt, ich will ja auch nochmal ins Verlies. Das heißt, da würden auch nochmal 4 zusammenkommen. Wir sind jetzt bei Folge 20. Bis zum 26. wollte ich vorproduzieren. Das heißt, ich brauche noch bei Folge 20. Am Montag, dem 20. Das heißt, ich brauche noch 6 Folgen dann. Aber wenn ich jetzt noch 2 mache, habe ich noch 5 für das nächste Mal oder 4. Das würde genau fürs Verlies reichen. Weil dann kann ich mir auch noch die Tränke vorher holen und so. Holt, hier lang. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Vielleicht nicht. Und so. So, Magmatons können wir stehen lassen, die brauchen wir nicht. Boulder ist online. Der hat ja vorhin Star Wars gespielt. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, keine Ahnung. Aber wenn ja, na gut, ich stört ja nicht da unten, nicht wahr? Du siehst da mal, wie die Leute, die sich bei Steam mit mir angefreundet haben. Das sind übrigens alles Leute, oder großteilig alles Leute, die einfach, ja, das wollten und so. Also sprich, wer bei mir in die FL will, momentan selektiere ich da nicht. Dann könnt ihr mir auch, wenn ihr einen Steam-Account habt, das einfach schreiben. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Aber die anderen zwei haben auch gefunden. Wird schon klappen. Natürlich nur, wenn ihr einen Steam-Account habt. So, das ist Krito-Gruppe. Oh, da, ja. Okay. So. Ne, richtig. Huhu. So, okay, dann legen wir mal los. Lalalalalala. Schauen wir mal, wie gut wir zurechtkommen. Soraya kenne ich ja auch irgendwo her. Die ist leider derzeit nicht in Gruppe. Okay, den hier noch weg. Und dann nehmen wir die hier hinten mit. Lalalalala. Er haut mit drauf, das schadet absolut nicht, weil so kriege ich weniger Schaden. Sind die anderen? Hier ist noch jemand. Achso, hier ist noch ein Kreuzi. Ja, ich habe nicht Gruppenleitung, muss er machen. Hopp. Hopp. Und hier auch. Klack. Zap, zap, zap. Jo, klappt doch, brauche ich nichts schreiben. Wird gerade geladen, perfekt. So. Und los geht's. Ja, immer wenn man in der Gruppe ist, muss man sich natürlich ein bisschen mehr konzentrieren. Entsprechend bin ich da immer ein bisschen ruhiger, aber das passt schon. Und jetzt rennen sie alle mir hinterher, weil ich der Jäger bin. Obwohl ich gar keine Ahnung habe, wie ich renne immer. Lalalala. Aber hey, das gehört auch dazu. So. Lalalala. Ihr kommt. Wunderbar. Und hepp. Ich kann das nicht aussprechen. Ich lasse das lieber mit dem aussprechen. Wir gehen einfach hier weiter. So, hopp. So, einmal hier drauf. Bumm. Wunderbar. Hauen auch alle beide mit. Das heißt, keiner versucht zu leechen. Oder keiner will leechen, besser gesagt. Manchmal ist es beim Jäger gezwungenermaßen so. Hier noch. So, alle mal auf. Schüsselchen, oh, auch ein netter Name. Wurde zum Heiligen Ritter gefördert. Befördert, nicht gefördert. Glückwunsch, Schüsselchen. Hihi. Aber der Name gefällt mir. So, okay. Wir nehmen mit. Wir nehmen mit. Denn wir sind nicht ganz fit. Hopp. Juwelenbaum. Naja, 35 haben wir doch schon wieder. Es klappt doch. Es wird doch so langsam. Wir kommen wieder mal wieder. 2% näher an unser nächstes Löffelchen ran. Glückwunsch an Bebem, an die Bebem und an Aibo. So, Bebem übrigens, fällt mir jetzt gerade so ein, ist das nicht ein sächsisches Wort? Also müsste die ja auch sächsisch sein, oder gibt es das auch woanders hier? Bebem, das sind ja,
Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin kein richtiger Sachse, muss man sagen. Na gut, ich bin schon ein richtiger gebürtiger Sachse, aber ich hatte mich noch nie so mit den traditionellen Namen und sowas befasst. Insofern kann ich die nicht hundertprozentig nennen. Aber Bebem war hier, ich glaube, das war diese Bämme, also Stulle, das Brot, das geschnittene, was einfach mit Ei quasi in der Pfanne gebraten wurde. Sowas quasi wie ein ummanteltes Rührei. Schmuckschatulle vom Juwelenbaum, ist die für uns? Nö, hä? Nö. Hätte ja sein können, dass es eine versteckte Quest ist vielleicht, aber nee, ist es nicht. Hopp, den nehmen wir mit. Und dann laufen wir einfach weiter. Und hier haben wir wieder ein paar, da hinten steht auch noch einer rum. Helgalino. Aber Level 13, ach so, das ist nur ein Porcher. Helgalino ist nur Porcher. Bolzen, wie viel Prozent? Ich bin bei 5,7. Fehlt schon noch ein bisschen was. Lalalala, fehlt schon noch ein bisschen was. Lalalala. Ich freue mich drauf. So, 75, jetzt habe ich auch hier 75%. Hihi. Na siehst du, dann passt ja. Wenn er die der Dingsprozent wollte, dann stimmt das in beiden Fällen. Hihihihihihi. Fupp. Und flupp. Klack. Kann ja auch umfallen. Ja auch. Ich weiß nicht, manchmal ist das immer ein bisschen undurchsichtig. Meinen die jetzt die Prozent vom Level oder allgemein? So. Hier lang. Da lag auch eine Schmuckscheitulle. Ja, ich weiß, aber ich habe da einfach mal liegen lassen, weil wegen ist so. Sollen wir heute zusammen auf 87? Nein, komm mal, so lange bin ich nicht da. Schaffe maximal noch eine Stunde oder so. Lalalalala. Und da, in der Stunde, denke ich, wird es ein bisschen schwierig werden, auf 75 zu kommen. Hopp. Aber nichts ist völlig unmöglich, wie es heißt. Krito möchte dein Freund werden, natürlich. Zop. Vielleicht hat er gemerkt, das geht hier aber voll gut voran. Oder er ist halt ein Zuschauer, das weiß ich. Momentan, wie gesagt, kann ich das nicht mehr genau bestimmen, weil manche das gar nicht mehr so genau verraten. Schaut er jetzt zu? Oder will er einfach nur, weil er doch mit mir ganz schnell vorankommt, weil ich ja hier durchrenne, wegen nichts Gutes. Plump. Ob er einfach nur einen guten Levelpartner sucht. Das kann natürlich beides sein. Gerade in den hohen Leveln hier. Vergleichsweise hohen. Okay, Krito ist abgeben. Mach das. Ich bin's noch nicht. Lalalalalala. Hopp. Ich hab noch 82, dann habe ich es aber auch geschafft. Da hinten war noch irgendwo ein Jägerchen. Den können wir dann gleich noch in Gruppe nehmen, wenn es ist. Wenn er den will. So, hier hätten wir 84. Und einmal so. So, flinke Hose der Sonnenfinsternis. Juhu. Brauche ich nicht. Nehme ich trotzdem mit. Hier liegen auch wieder haufenweise Schmuckschatullen rum. Asamamakumbuliwu. Du hast da irgendwas am Hintern. Asa, meine ich. So, der ist tot. Okay, hier lang. Nehmen wir mal einen Magnaton mit. Einfach nur just for fun. Eine schöne Heilung habe ich auch drauf bekommen. Das ist auch schön. Gefällt mir. Lalalalalala. Asa kann ja heilen. Ich kann es nicht. Xera wurde zum Erzmagier befördert. Herzlichen Glückwunsch. Hast die Level 20 Quest erfolgreich abgeschlossen. Juhu. Flum. Uah. 96 von 100. Okay, noch drei Stück. Dann kann ich auch abgeben können. Oh, da sind... wer ist das? Karamellchen. Ja, ich, warte, ich schreib mal. Krit, kannst du einen Grippels frei machen? Ups, so. Dann gucken wir mal weiter. Dann schauen wir mal, dann nehmen wir Karamellchen noch in Gruppe, dann passt das ja. Hopp.
So. Ah, da haben wir sie doch schon. Und los geht's. Huhu. So. Okay, wir nehmen hier diese zwei, drei Stück noch mit und dann gehe ich mal abgeben. So. Und abgeben. Bis gleich, Leute. Ach so, apropos, bis gleich. Ich gehe mal kurz, auch die Folge abgeben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da geben wir hier ab und machen weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.